So, herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Mein Name ist Mira, Mira, Mann im roten Anzug. Heute möchte ich euch eine weitere mentale Einstellung des Energy Flow vorstellen, und zwar der schiefe Turm von Pisa. Folgende Aufgabe bitte: Zeichne, nimm dir ein Blatt bitte und zeichne mal hier den schiefen Turm von Pisa. Die meisten zeichnen jetzt den schiefen Turm von Pisa wie folgt. So ungefähr. Nach rechts. Jetzt zeichne ich auch mal den schiefen Turm von Pisa. Wer von uns beiden hat denn jetzt recht? Du oder ich? Du sagst du und ich sag ich. Ganz einfach. Dieses Bild kennen wir nach rechts, weil es überall in den Medien so dargestellt ist. Das heißt, in deinem Kopf stehst du gerade hier und schaust so. Das ist dein Blickwinkel. Mein Blickwinkel aber, aus deiner Perspektive aus gesehen, ich stehe hier und schaue so. Mein Blickwinkel ist von hier aus gesehen. Einer von der Seite. Ich sehe diesen Turm deswegen gerade. Wer von uns beiden hat jetzt recht? Natürlich, jeder hat von seiner Seite aus recht. Henry Ford hat mal dazu gesagt, wenn es schon mal die Erfolgsformel gibt, dann ist es, den Standpunkt des anderen zu verstehen. Häufig ist es so, dass wir auf unserem Standpunkt beharren und gar nicht das andere sehen möchten. Wir haben nicht die Bereitschaft, einmal hier mal rumzugehen, um zu sehen, aha, das sieht also bei dir so aus. Okay, jetzt verstehe ich dich. Um dann denjenigen vielleicht an der Hand zu nehmen und zu sagen, komm mal bitte mit, auch meinen Standpunkt mal. Dann hat der andere die Gelegenheit zu erkennen, dass der schiefe Turm von Pisa ja tatsächlich schief ist. Wenn auch du in deiner Kommunikation mal eine ähnliche Situation hast und denkst, naja, das ist schief oder das ist doch nicht schief, denk einfach an den schiefen Turm von Pisa und überlege dir, ob du deinem Standpunkt beharren möchtest. Dabei viel Spaß beim Umsetzen. Dein Mira.